Das Love Parade-Unglück 2010 forderte 21 Tote. Nach einem Beschluss des Duisburger Landgerichts soll es keinen Strafprozess geben. Wie das Gericht bestätigte, wurde die Anklage gegen 10 Beteiligte nicht zur Hauptverhandlung zugelassen. Bei der Love Parade in Duisburg am 24. Juli 2010 war es an einer Engstelle zu einem tödlichen Gedränge gekommen. 21 Menschen starben bei dem Techno-Festival, mindestens 652 wurden verletzt. Im Februar 2014 hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg Anklage gegen 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und 4 Mitarbeiter des Veranstalters erhoben. Ihnen wurde fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Das Gericht erließ nun einen sogenannten Nichteröffnungsbeschluss. Gegen ihn können die Staatsanwaltschaft Duisburg und Nebenkläger beim Oberlandesgericht Düsseldorf eine sogenannte sofortige Beschwerde einlegen. Wird diese abgelehnt, gibt es kein weiteres Rechtsmittel.